Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RF4 auf meinem Kanal. Ja, wir hatten das schöne, nette Update gehabt und ich habe heute mit euch was Besonderes vor. Aber das werdet ihr nach dem Intro erfahren. Ja, wir haben, oder was heißt wir haben, RF4 ist hingegangen und hat die Angeltouren zurückgesetzt. Wir können wieder reisen. Und das würde ich auch ganz gerne mit euch machen. Ich würde jetzt hier mit Silber die Angeltour bezahlen und würde mit euch zum europäischen Nordseemeer reisen. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Es soll ja einiges neu gekommen sein. Wir werden es erleben. Wir machen ja auch gar nicht lange rum. Wir gehen sofort auch zum Boot, weil es soll ja gleich auch dunkel werden. Dann können wir nämlich hier direkt ablegen und mal hinausfahren. Und was wir auch nicht vergessen dürfen ist, wir haben Premium heute noch nicht aktiviert. Das heißt, wir haben definitiv die nächste Stunde haben wir noch Premium. Was natürlich auch dann ja sehr zufriedenstellend ist, sagen wir es mal so. Ich würde ganz gerne so gucken, dass ich mit euch hier mal zu der entweder 30 Meter Sandbank oder hier 34 Meter Sandbank komme. Da schauen wir mal, wie es da wird. So, Echolotolligang. Ja, wir können aber schon mal Licht anmachen, das ist schon mal ganz in Ordnung. Oh, da haben wir aber guten Wellengang heute. Und wir sehen kaum was. Aber okay. Soll so sein. Echolot war das genau. Herauszoomen war mit G. So, dann haben wir die nämlich ein bisschen was größer. Die Karte. Und können hier mal ein bisschen früher ansteuern und alles. Sollte dann eigentlich ganz zufriedenstellend sein. Ich würde jetzt dorthin fahren und würde euch dann wieder hinzuschalten, wenn wir am Spot sind. Ihr braucht hier keine 8 Minuten zu gucken, wie ich hier hinfahre. Deswegen würde ich sagen, bis gleich. So, wir sind hier angekommen auf den 30 Meter. Ich würde dann auch mal sagen, wir holen die Meeresroute mal in Gebrauch und gehen dann mal hier hinaus. Wir schauen mal, was wir hier jetzt für einen Köder drauf haben. Das ist eher okay. Lok haben wir noch nicht. Haben wir hier noch andere Techniken. Meeresjig haben wir frei. Können wir es verwenden? Anscheinend gut, aber würde ich jetzt noch nicht machen. Wir machen die normale Pilkerroute. Und dann würde ich auch empfehlen oder einfach mal sagen, wir nehmen den Köder und dann hinaus damit. Die Happy Hour ist gestartet. Wir sinken, ist ja auch wieder ganz gut. So, Einholgeschwindigkeit drehen wir mal ruhig hoch. Bewegung in Grundnähe. Wir pilken mal ein bisschen. Mal gucken, ob da was kommt. Auf 35 Meter befinden wir uns. Ich bin mal gespannt. Bewegung in Grundnähe. Starkes Pilken. Haben wir aktiv. Können noch mal ein bisschen absinken lassen.
jetzt sind wir ganz am Grund. So. Ich bin mal gespannt, wie es dann jetzt gleich wird. Wir schauen nochmal. Aber wir driften aufgrund des Windes zu schnell und zu weit ab. So, aufstehen und dann werden wir hier noch mal. Ja, wir brauchen zwar nicht auswerfen, aber okay. Ich weiß halt auch nicht, warum ich das immer wieder mache. Naja, ist halt so. Beim Absinken drücken wir mal öfters R. Weil meistens ist das ja schon beim Absinken, dass dann da was beißt. Ah, wir hängen wieder in der Luft. Bewegung in der Grundnähe. Ja, es ist hier nicht immer gerade so einfach, aber ich sag mal so, wir haben ja 5 Stunden Zeit für die Tour und da sollten wir eigentlich auch die 1300 Silber, was wir ausgegeben haben, wieder reinbekommen. Aber was für mich ja immer oder was für mich am entscheidendsten ist, ist halt, dass wir hingehen und die XP bekommen. Weil die XP ist für mich, sag ich jetzt mal, oder für den Account hier halt ein bisschen wichtiger. Wir werden die Tour hin und wieder immer mal machen. Ich werde gucken, dass ich so die 5 Stunden, die wir immer zur Verfügung haben, pro Tour auch wirklich ausnutze. Das heißt, es kommen dann mal so 3, 4 Folgen europäisches Nordmeer. Danach wird dann wieder irgendwas anderes kommen. Aber ich sag mal so, das bekommen wir schon alles irgendwie auch geregelt, ne? Ist hier irgendwas an Fisch? Da ist auch irgendwas an Fisch. Aber ob der beißen möchte, ist auch wieder so eine fragliche Sache, weil noch steht da ja starkes Pilken. Ansonsten werden wir gleich auch noch ein bisschen in irgendeine andere Richtung fahren oder den Trolleygang aktivieren. Da werden wir einfach mal schauen, wie wir uns da weiter verhalten. Na? Wir haben hier die ganz normale Standardroute bekommen mit 27,2 Kilo Bremskraft. Ist eine 044er Schnur drauf, 646 Meter. 600 Meter sind dann drauf. Ja, Tragfähigkeit 36 Kilo. Haben noch ein Schockleder, Monofil, 2 Meter Länge mit 36 Kilo Tragfähigkeit. Und dann halt unseren Pilker. Aber da ist wohl. Da haben wir doch schon was. Da bin ich jetzt mal gespannt, was es wird. Ist auf jeden Fall nichts Großes. Ich wollte eigentlich gerade einen anderen Pilker mal draufsetzen. Aber okay. Und es ist ein atlantischer Kabeljau. Bringt uns 6000 XP. Ist natürlich schon mal ordentlich was, aber wir wissen selber, hier geht mehr am Meer.
So, 35 Meter wieder. Ah, sind wir abgedriftet? Ja, wir sind so ein bisschen abgedriftet. Wir versuchen dann hier nochmal wieder ordentlich was hinzubekommen. Bewegung in Grundnähe. Eigentlich ja immer ganz gut. Vorne kommen auch gerade wieder Fische an. Wir werden es erleben. Na, wie schaut es jetzt aus? Möchte hier was kommen? Oder möchte hier nichts kommen? Ja, ich weiß nicht, ob der Zucken da gerade so ein Biss war oder kein Biss war. Und ansonsten werden wir dann auch noch an einer anderen Stelle versuchen. Vielleicht auch wieder nachher hier im Hafengebiet drin. Da hatten wir ja auch eigentlich ganz gute Erfolge immer. Aber das wird sich dann entscheiden, wenn wir soweit sind. Jetzt wollen wir halt erstmal schauen, dass wir hier noch den einen oder anderen Fisch bekommen. Versuchen noch mal ein bisschen einzuholen und dann werden wir noch mal einen anderen Köder benutzen. Na, 34 Meter haben wir hier Tiefe. Na, wir versuchen mal einen anderen Köder. Ich weiß gar nicht mehr, welchen wir sonst immer hatten. Ich glaube, das war er hier. Aber ihn haben wir doch auch als 125 Gramm, oder nicht? Nee, den haben sie rausgenommen. Okay. Dann nehmen wir ihn hier einfach mal. So, Energie ist natürlich, ja, gleich null. Aber okay, das wird schon hinkommen. Okay, keine freien Routenständer. Da war ich mir jetzt unsicher, ob wir hier Routenständer haben oder nicht. Na, wir kriegen aber auch keinen. Doch, jetzt kriegen wir wieder Pilten hin. Aber auch wieder auf Grundnähe, ne? Also. Ist schon ziemlich heftig. Also, ich weiß auch nicht. Es sind ja immer viele, die sagen: Boah, geil, europäische Nordmeer. Boah, lass uns da hin und etc. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was euch hier dran reizt. Was ihr hier macht immer. Oder wie ihr hier angelt. Ihr könnt ja mal Screenshots von euren Equipment machen. Mit was ihr hier angelt. Wo ihr angelt und ihr kennt das, in der Videobeschreibung ist E-Mail-Adresse, da könnt ihr gerne mir die Screenshots hinschicken und wenn ihr es möchtet, dass ich euer, ja, euer Spot vorstelle, könnt das auch gerne da reinschreiben, dann werde ich auch euren Spot bei Gelegenheit dort auch mal vorstellen und ausprobieren. Ja, und das finde ich eigentlich dann auch ganz schön, wenn wir da irgendwie was zustande bekommen. So, also ein Fisch jetzt hier für die Zeit ist natürlich ganz schön armselig, ne? Also da sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Wir können da noch mal nach vorne gehen am Boot. Kommt da was? Da kommt, glaube ich, was. Können wir einfach mal ausprobieren, hinauszuschmeißen. Und dann lassen wir ihn mal absinken. So. Ja, ist er nicht in Grundnähe. Denk mal so auf 70 Meter.
75 vielleicht. Wo sind wir jetzt hier? Ja, könnte eng werden. Da haben wir hingeschmissen. Ja, ne, könnte eng werden. Könnte tiefer werden. Aber okay. Nehmen wir doch gerne mal in Kauf. Oh, da haben wir doch direkt einen Fisch dran. Beim Absinken wieder ein Fisch dran. Ist natürlich ganz hervorragend. Aber jetzt wieder auf 80 Meter hier hochpumpen, das ist natürlich dann auch eine Kunst. Ist auf jeden Fall was Kleineres. Aber das werden wir auch hinbekommen. Vielleicht sind die Kleinen auch von der Punkte her, von der XP her am schönsten. Man weiß es ja nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal hier an der europäischen Nordsee war. Das ist auch schon eine ganze Zeit lang her. Ja, gucken wir mal, wie sich das jetzt hier verhält. Vielleicht haben wir ja sogar Glück und kriegen in der Zeit hier unseren Level up. Allerdings nicht mit diesen paar Fischen. So, Rang 1, Meeresangeln erreicht. Ja, sehr schön. Wir schmeißen wieder hinaus. Ja, hatten wir ja gerade die Erfahrung, 80 Meter ungefähr. Bin gespannt, wo es dann jetzt hier landet. Wir lassen ihn einfach absinken. Meter haben wir, 60. Ja, 65. Wo sind wir jetzt hier? Ja, da war... Hier so ungefähr müssten wir jetzt sein. Hier werden wir erleben. 90 Meter schon. 95, 100, 100 Meter und wir sind auf Grund. So, wir versuchen mal so ein bisschen einzuholen. Pilken. Ich würde sagen, so bis auf 70 Meter pilken wir. Und dann gehen wir wieder runter. Machen wir so zwei Umdrehungen immer. Solange da noch Pilken steht, ist es natürlich super. Aber... Ich würde sagen, wir öffnen die Bremse wieder, den Bügel wieder, lassen wieder absinken und fangen dann wieder von neu an. 90, 95, 100, jetzt müssen wir wieder in Grundnähe kommen, 105 Meter. Oh, und da haben wir doch schon wieder einen Fisch. Habt ihr unten die Leiste gesehen? Die hat sich geändert. Es war ein Fisch dran und sie wurde blau hinterlegt. Sie war so bläulich am Schimmern. Habe ich auch noch nicht erlebt, gesehen. Das muss dann jetzt wirklich nach dem Update gewesen sein. Oder ist es hier an der europäischen Nordsee normal gewesen? Ich weiß es nicht. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare rein, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Ja, die Energie lässt langsam nach. Wir müssen hier mal ein bisschen mehr Energie bekommen. Aber okay, das bekommen wir auch so hin. Haben wir schon des Häufigeren hinbekommen. Mit kaum Energie irgendwas auf die Beine zu stellen. Aber das schaffen wir auch. Ja, ihr hört es immer noch. Immer ein bisschen noch verschnupft. Aber okay, das wird schon gehen. Oh, da will er aber nochmal Schnur haben, ne? Kriegt er aber nicht. Na, können wir aber ordentlich pumpen jetzt. Ah, 35 Meter, 30 Meter noch. Haben wir jetzt gleich die 25 Meter, genau. Na, da könnte ein größerer Fisch werden. Wenn wir
Glück haben. 20 Meter. Aber er geht schon gut. Der Balken wird schon gut groß. Ah, das schaffen wir. Das schaffen wir. Der dritte Fisch dann auch was etwas Schöneres anscheinend. Oder ist es unsere Energie zu schulden? Ich weiß es noch nicht. Da kommt er. Und wir haben ein Lump mit 4800 Punkte erreicht. Aber meine Freunde, mit diesem Fisch würde ich mich von der heutigen Folge von euch verabschieden. Würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschalten würdet. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, danke und tschüss.